Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch den Parfori Parfüm Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Jahr habe ich ihn tatsächlich mal in Kooperation zugeschickt bekommen und ich bin super gespannt. Letztes Jahr war er etwas durchwachsener, dieses Jahr soll er aber tatsächlich etwas mehr in meine Richtung gehen, um das mal so zu sagen. Es gibt auch dieses Jahr wieder zwei Versionen. Das ist einmal die Female- und die Male-Version. Ich habe hier die Female-Version. Dieses Jahr ist es so, dass der Adventskalender regulär 149 Euro kostet. Und für Abonnenten, die halt dieses Parfori-Abo auch haben, sodass man sich jeden Monat dann auch diese Fiolen zuschicken lässt, ne, kostet der 119 Euro. Ihr könnt aber mit meinem Code Claudi20 in beiden Varianten tatsächlich auch nochmal 20% sparen. Das heißt, ihr bekommt, wenn ihr das Abo habt, den Adventskalender mit meinem Code Claudi20 für 95,20 Euro. Und wenn ihr kein Abo habt, für 119,20 Euro. Lohnen wird er sich eigentlich, wenn man auf Nischendüfte steht, so oder so, weil hier ist ein Produktwarenwert von 500 Euro drin. Das ist richtig krass. Also wir haben hier 24 Nischendüfte drin enthalten und ich habe mich ja einfach so in der letzten Zeit super viel von Jenny, von Jennys Highlights anfixen lassen und bin auch wirklich selber ein ziemlicher Duftjunkie geworden. Mal gucken, ob ich diesem Ganzen hier auch dann folgen kann. Und wir haben hier einen Adventskalender. Ach, guck mal. 24 Days of Perfume. Das ist ja schön. Was ist das? Da sind Stäbchen drin, das finde ich cool. Dann kann ich die, die ich mir selber hingestellt habe, schon mal zur Seite schieben. Und dann haben wir hier ein Heftchen scheinbar drin. Moment. Das ist riesig. Das fand ich letztes Jahr auch schon so cool. Das können wir gleich mal reingucken. Und hier haben wir halt die 24 Schublädchen. Cool, die Sniff Strips habe ich mir schon mal rausgemopst, weil die werde ich gleich definitiv brauchen. Und bei dem Heftchen, das finde ich total nice, stehen halt so die Produkte ein bisschen mehr beschrieben drin. Und dann hat man hier halt wirklich so, ne, die Duftkomposition, kann das dann auch selber für sich ranken, dass man sagt, okay, hat er mir gefallen, hat er mir nicht so gut gefallen. Dann haben wir hier auch noch Gutscheine drin enthalten, wenn man möchte, dass man da nochmal entsprechend auf verschiedene Sachen sparen kann. Die liebe Nicole von Chiquitas Place, die macht übrigens auch ein Unboxing gerade. Also falls ihr eine zweite Meinung haben möchtet oder hören möchtet, dann schaut gerne mal bei ihr vorbei. Und ich habe gesehen, dass auch Franka von Frankas Favorites schon mal ein Video dazu veröffentlicht hat. Kann man auch super als Lesezeichen zwischendrin verwenden. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Und ja, ich starte hier am 1. Dezember. Da habe ich einen Duft drin von Fugazi. Das hatte ich auch schon letztens, denn die Düfte, die letztes Jahr im Adventskalender drin waren, habe ich auch so nach und nach aufgebraucht jetzt, ne? Das ist das Cashflower. Wir haben übrigens überall 2 Milliliter drin. Genau, so schaut das einmal aus. Das sind halt immer diese kleinen Fiolen, diese kleinen Abfüllungen, ne? Es wird hier gleich so intensiv riechen, Leute. Ich werde jeden Duft testen, weil ich neugierig bin. Es sollen hier drin sein Rosenblätter, Rose, Kaschmir, Pfeffer, Amberkristalle, Moschus und Sandelholz. Und für mich ist das ein sehr, sehr blumiger Duft, der aber auch durch diesen Pfeffer halt diese gewisse Würze mit dabei bekommt. Und ich finde, er riecht sehr angenehm. Also für mich ein schöner, blumiger, frischer, angenehmer Duft. Angenehm habe ich jetzt sehr häufig gesagt, ne? Und hier ist halt super viel auch dazu geschrieben, ne? Dass man halt auch wirklich auf die Duftreise mitgenommen wird und so. Das finde ich in dem Heft wirklich schön gemacht. Aber wir gucken jetzt mal weiter. Hier hinten steht übrigens auch immer was drin. Das ist neu, Leute. Es ist alles etwas liebevoller gestaltet. Das Parfüm flüstert, die Haut hört zu und die Magie passiert. Also das steht da auf Englisch. Am 2. Dezember habe ich hier drin von Effinescence Paris das Centel Basmati. Okay. Basmati, ist das nicht Reis? Okay, abgefahren, Leute. Es soll riechen nach Sandelholz, Basmati, Patchouli, Iris und Kaschmir. Hört sich auf jeden Fall nach Duftkompositionen an, nach einer Duftkomposition, die mir gefallen würde. Ich rieche es auf jeden Fall gerade schon mal ein bisschen pudrig hier. Das mag ich auch. Es hat aber eher was Erfrischendes, muss ich sagen. Da weiß ich nicht, wahrscheinlich durch die Iris. Aber es riecht super angenehm, gefällig. Den mag ich auch. Der hat vielleicht so was ganz, ganz leicht pudrig-zitrisches auch mit dabei. Aber nicht so, dass ich davon Kopfschmerzen kriegen würde. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir Le Jardin Retrouvé, ein Oriental Sans Souci Duft. Interessante Sache. Also diese Nischendüfte kenne ich nicht immer. Muss ich wirklich sagen. Aber bislang ist es so, dass die Düfte mir gefallen. Okay, der hier ist jetzt ein bisschen intensiver. Das Orientalische kommt hart durch. Bergamotte, Limone,
Basilikum müsste das sein, Rose, Jasmine, Ylang Ylang, Tonkabohne, Oak Moss, irgendein Moos ist es auf jeden Fall. Und Patchouli, das riecht mir zu intensiv. Ja, Sammy lag eben hinter mir, es ist zu intensiv hier. Das sind halt Düfte, die halten auch eine ganze Weile, ne? Es riecht gut, aber ich glaube, der Patchouli ist für mich einfach zu viel. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, obvious. Une Pistache. Mhm, das soll Pistazie sein, Leute. Pistazie ist ja echt so ein Ding. Ich glaube, viele feiern das. Und es ist ja auch gerade dieses Jahr nochmal intensiver angesagt gewesen. Mal gucken, wie der Pistazienduft hier so rauskommt. Es soll nach Neroli, Kardamom, Karotte, Pistazienmilch, Heliotrop, Olibanum, Sandelholz, Kaschmir und Moschus riechen. Das riecht gut. Das riecht wirklich wie echte, frische Pistazie, die ich so auf die Hände nehme und dran rieche. Das hat auch was Süßliches, dieses Nussige mit dabei. Das mag ich sehr gerne. Also es ist ein Duft, den ich als schon eher feminin, aber unisex einstufen würde. Der riecht einfach lecker. Da will ich reinbeißen. Ist das gourmandicht dann? Ich glaube schon, ne? Schauen wir mal weiter, was hier am 5. Dezember drin ist. Da haben wir Another Crushed Violet. Oha. Another Crushed Velvet. So. Ich wollte schon sagen, eine gecrushte, eine Violette wäre halt auch ein bisschen hart. Sprühe ich hier zu viel drauf? Sollte ich mein Handy da vorne wegnehmen? Ich glaube ja, beides. Oh, ich muss niesen. Oh, der ist intensiv. Safranblüte, Amyris, Zypresse, dann weiß ich nicht, Frankincense, was ist Frankincense, das weiß ich nicht, Vanilleorchidee, Olibanum, Skin Musk, das weiß ich auch nicht, was es sein soll, und Sandelholz. Der ist für mich auch eher unisex, wobei auch so ein Stück weit diese blumige Sache mitschwebt. Der könnte mir vielleicht ein bisschen zu intensiv sein, für mich persönlich. Ich bin ja so ein blumiges, süßes Mädchen von meinem Duft halt her, ne? Jetzt nicht von meinem Wesen, aber von meinem Duft, den ich so trage. Riecht gut, aber ich glaube, an mir mag ich den nicht ganz so gerne. Nikolaus, der 6. Dezember. Das sollte meiner Meinung nach so ein richtiger Bam in your face oder Bam in your nose Duft sein. Perfume Sucks von Love... von Perfume Sucks ist das Love 6567 und es steht hier immer richtig viel, sowohl zum Duft als auch zu der Marke und so. Ne? Das heißt, wenn man sich da wirklich nochmal einlesen möchte und informieren möchte, da findet man in diesem Heft einfach super, super, super viel. Das Einzige, was mir ganz persönlich, aber das ist halt nur eine persönliche Sache, fehlen würde, wäre, dass es ganz cool gewesen wäre, dabei zu schreiben, was kostet eigentlich der Originalduft, um einfach so eine gewisse... Ja, so ein Gefühl dafür zu bekommen, ne? Klar, Nischendüfte sind generell immer relativ hochpreisig, da machen wir uns mal nichts vor. Aber das hätte ich vielleicht so für nächstes Jahr als Verbesserungsvorschlag. Ansonsten ist es ein Hochglanzmagazin, was richtig geil gestaltet ist, ne? Oh, der riecht gut, das ist Gourmand. Oh, da will ich reinbeißen. Oh, das ist Karamell pur. Oi, 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 ist das gut. Das wird nicht jeder mögen, aber ich feiere den so hart. Da haben wir Popcorn, Karamell, Tolubalm. Okay, Karamell nochmal und nochmal Tolubalm. Dann haben wir Yata Mansi, Gesundheit, Tolubalm, Zypriol und Moschus drin. Also die Karamellnote und am Anfang dieses Popcorn, ne? Das kitzelt in der Nase, aber das macht mir so einen Hunger. Ich bin so froh, dass ich gerade Abendbrot gegessen habe. Mega. Richtig geil. Den mag ich, den Duft. Das ist richtig cool, als hättest du quasi beim Kino neben diesem Popcornstand gestanden und, weiß ich nicht, so riechst du halt gefühlt. Aber dann gleichzeitig ist es halt auch so ein angenehmer Duft, ne? Das ist jetzt nicht so, oh mein Gott, die hat ja Ewigkeiten in der Popcornmaschine gestanden und riecht jetzt so, sondern, oh mein Gott, sie riecht zum Anbeißen. Weiter geht die wilde Reise am 7. Dezember. Da haben wir von Ulrich Lang New York den Lete-Duft drin enthalten. Und das werden wir auch mal schnuppern. Hier steht übrigens ein Hauch von Ewigkeit und griechischen Mythen. Weiß Bescheid, ne? Das ist halt auch ein Feeling, was man dann mit sich trägt. Oh. Ja.
Also ich glaube, das ist ein Duft, vor dem würden sowohl Kathi als auch ich schreiend davonlaufen, weil da haben wir ja sowohl Bergamotte als auch Lavendel in der Kopfnote drin. Dann kommt Zedernholz, Wasserlilie, Kaschmirholz, sowas ist immer ein bisschen, da muss ich aufpassen wegen Kopfschmerzen, ne? Moschus, Amber, Tonkabohne und Vanille. Das kann geil sein. Es ist aber nicht meiner. Nee. Nee, das ist nicht ganz meiner. Und hier sieht man halt auch nochmal, ne, das sind quasi die Fiolen, wenn man halt das Parfüm-Abo hat, so sieht das Ganze dann aus. Und dann kann man sich halt jeden Monat wohl irgendwie was zum, nein, jetzt ist alles durch die Gegend gefallen, zum Nachfüllen halt bestellen, dass man da auch aussuchen kann, was man möchte. Oder man lässt sich halt überraschen, ne? Und das finde ich wirklich nice. Also ist von der Idee her super cool gemacht. Ich muss jetzt eben wieder aufräumen. Was ist denn hier los? So, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir Perreuxazur Blush drin enthalten. Da scheinen auch nur sehr, sehr wenige konzentrierte Duftnoten drin zu sein. Oh, Litchi, Peony. Peony ist Pfingstrose und Rhabarber. Wenn da noch was Süßes mit bei wäre, dann wäre das halt voller Elementduft. Der riecht angenehm. Sehr, sehr blumig. Den mag ich auch gerne leiden. Das ist so ein gute Laune-Duft, ne? Könnte ich mir auch im Frühling sehr gut vorstellen. So, ja, das mag ich. Sehr charmant. In der Nummer 9 dürfen wir uns über unsere nächste Duftexplosion freuen. Und zwar von Maison Noir, das Quandoli 805, 805. Yay, ne? ja, das müssen wir uns auch mal angucken. Der Weg ist das Ziel. Ein Ausfluss. Ausfluss vor allem. Ein Ausflug in den Luxus. Ausfluss. Oh, der riecht gut. Olivenöl, Cistus, also das ist wahrscheinlich Zitrus oder so, oder? Pinker Pfeffer, Ilang-Ilang, Lederakkord, Olibanum, Benzoin, Vanille und Oud. Der hört sich sehr, sehr krass an von den Duftkompositionen her, ist aber sehr mild. Also der riecht schon, ne, dass man ihn riecht. Aber der ist nicht so, dass er dir in die Nase kriecht. Der riecht super angenehm. Und ich hätte niemals gedacht, wenn ich das jetzt gelesen hätte, dass ich den Duft mag. Aber der gefällt mir. Das ist so ein Duft, den ich tragen würde, wenn ich jetzt irgendwie mit krassen Leuten irgendwie frühstücken gehen würde oder essen gehen würde. Und wenn ich mich irgendwie so edel, sprach der Wedel, fühlen möchte. Denn der hat was davon. Ist halt die Frage, wie riecht Luxus? Weiß man nicht, ne? Wie würdet ihr Luxus beschreiben vom Duft her? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Also ich wüsste, für mich riecht Luxus auch so ein bisschen nach Freizeit, also quasi nach so einem Lesezimmer oder so. Das ist für mich Luxus. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Der Duft heißt Seven von Values. Da hatte ich auch schon öfters mal was von. Also als Duftprobe, sage ich jetzt mal, ne? Und den hätten die doch witzigerweise wirklich in die 7 packen können. Das wäre ziemlich funny geworden. Pinker Pfeffer, Kirsche, Dark Rose, also dunkle Rose, pudrige Noten, Kaschmir, Precious Woods, ich weiß nicht, was Precious Woods sind, irgendwelche Wälder, okay, Moschus und Amber. Boah, der riecht auch sehr edel. Also die Kirsche in Kombination mit dem pinken Pfeffer finde ich wirklich geil gerade. Der tut gut. Den könnte ich mir auch vorstellen, den Original zu kaufen. Der hat nicht so diese süße Kirsche mit dabei, sondern halt wirklich eine edle Kirsche. Stell dir eine edle Kirsche vor. Mit Goldkettchen, Krönchen drauf, weißt du Bescheid. Nee, das riecht wirklich toll. 10 Düfte haben wir uns schon angeschaut. Jetzt bin ich hier am 11. Dezember. Und ich muss wirklich jetzt schon sagen, dass ich es sicher und sehr positiv finde, dass wir wirklich jeden Tag einen neuen Duft bekommen und dass die Gutscheine halt im Heftchen mit drin sind, dass wenn man sie halt nutzen möchte, kann man sie nutzen, aber sie sind jetzt nicht Teil von dem Adventskalender an und für sich, ne? Genau, hier habe ich als nächsten Duft drin von Commodity den Milk and Bold. Das finde ich interessant. Von Commodity kenne ich den Paper, den ich sehr, sehr abgefahren finde, aber ja. Der hat wirklich diesen Papierduft, ne? Und hier habe ich jetzt ein Milk and Bold. Das heißt, der wird wirklich nach irgendwas Milchigem riechen, denke ich mal. Warme Marshmallow, getoasteter Sesam, Mahagoniholz, Tonkabohne, Amber und Feierholz. Okay. Oder meinen die damit quasi gefeuertes Holz, also Feuerholz? Weiß ich auch nicht. Oder Kohle? Nein, Kohle meinen die damit nicht. Auch das ist ein super geiler, gemorndiger Duft. Ich liebe gemorndige Düfte.
gerade so in der Winterzeit, ne? Aber halt auch diese Abwechslung zwischendrin natürlich, dass ich sage, Mensch, ich möchte auch mal was Süßes mit dabei haben. Der gefällt mir. Der ist lecker. Den mag ich. Oioioi. Ich lasse diese Teststreifen auch zusammen mit den Parfums vor mir stehen, dass ich dann gleich nochmal dran riechen kann, ne? Wie die sich so im Laufe der Zeit entwickeln. Hier drin haben wir auch ein Parfümquiz. Welcher Dufttyp bist du? Das ist ja auch interessant. Dass Sammy den Raum noch nicht verlassen hat, scheint es hier gut zu riechen. Wir haben hier den 12. Dezember, denn Hunde haben ja bekanntermaßen eine super feine Nase. Hier haben wir Philly and Phil mit dabei. Auch das ist eine Marke, die ich schon kenne. Boudoir Belle haben wir hier drin enthalten. Ja, das ist die Fiole hier. Hawthorn ist, glaube ich, auch irgendwie so ein, irgendeine Blume ist das, ne? Aldehyd, Rose, Ylang Ylang, Benzoin, Moschus und Vanille. Der riecht, als hätte, es hört sich jetzt negativer an, als es ist. Es ist eigentlich super positiv, ne? Als hätte meine Oma gerade frisch geduscht. So riecht das. Es ist halt so richtig, finde ich persönlich, mit diesen, ich weiß nicht, ob ich den Namen so sagen darf, ne? Hier mit, ne? Es riecht für mich persönlich, ganz persönlich, nach einer wunderschönen Dove-Seife. Es riecht super angenehm, hat aber auch noch was leicht Süßliches mit dabei. Der Duft ist großartig. Der ist richtig, richtig schön. Den mag ich gerne. Ist halt wirklich wie frisch geduscht. Und da habe ich dann halt auch noch so diese persönliche Beziehung mit dazu und dieses heimische Gefühl, ne? Weil wir haben damals auch mit meinen Großeltern unter einem Dach gelebt. Ja, der Adventskalender macht Spaß, ne? Hier habe ich jetzt den 13. Dezember. Und das ist auch von Fugazi, ein Duft Orange Crush. Oha, da müssen wir mal gucken, ob ich den mag. Ich bin ja sonst nicht so der ultimative Fan von zitrischen Düften. Huh, ja. Sehr grüne Orange. Sehr, sehr grüne Orange. Orange, weißer Amber und Iso-E Super. Ne? Das riecht halt wirklich nach, als würdest du zu einem Orangenbaum gehen, ihn umarmen und tief einatmen. So riecht das. Der hat nicht so diese ganz krass zitrische Note mit dabei. Ich glaube, das macht tatsächlich dieser weiße Amber mit. Ein zitrischer Duft oder ein orangiger Duft, den ich persönlich jetzt echt gar nicht so verkehrt finde. Der 14. Dezember enthält den Duft Urban Scents Vegan Musk. Der soll riechen nach Mandelmilch. Ich weiß immer, Blackcurrant. Ist das Johannisbeere? Ich glaube schon, ne? Schwarze Johannisbeere. Angelika. Welche Angelika? Jasmin, Neroli, Zedernholz, Ambrett, weißer Moschus, wow. Und Styrax. Styrax ist auch irgendein Baum, glaube ich. Das riecht voll nach Baum. Nach Waldspaziergang. Das ist für mich halt auch ein Duft. Der ist super angenehm. Ich weiß nicht, vielleicht ein Hauch ist das unisexmäßig, ne? Wahrscheinlich, weil ich mit holzigen Düften auch meinen Freund zum Beispiel verbinde. Also von dieser Mandelmilch, keine Ahnung, wie die riechen soll. Die ist ja für mich eigentlich eher auch so ein bisschen süßlicher. Rieche ich jetzt nicht so viel. Aber ich rieche ganz viel von, ich denke, Jasmin oder Angelika. Eine von den beiden Damen. Und so ein Adventskalender ist halt super dafür geeignet, dass man halt wirklich sich so ein bisschen durchprobieren kann, dass man schauen kann, welcher von diesen super teuren Düften könnte was für mich sein. Und da hast du halt die ganze Adventszeit über Zeit, dich da einfach auch drauf einzustellen. Ich finde es ganz cool. Machen wir weiter am 15. Dezember mit Memoirs London Aurora. Hört sich schon mal episch an. Vom Namen her, ne? Kannst du nichts zu sagen. Hier drin soll enthalten sein Bergamotte, eigentlich so ein bisschen der Duft oder die Duftkomponente, die ich persönlich nicht ganz so feier, aber sie ist in vielen Sachen dran, die ich doch ganz gut finde. Boah, das riecht gerade gut hier. Maritime Noten, dann haben wir Ananas mit dabei, Rhabarber, Melone, Amber, Vanille und Sandelholz. Oh Gott, das ist so eine richtige Fruchtkanone hier. Aber nicht zu süß. Ich glaube, das mögen viele. Es ist halt wirklich wie frische Früchte. Wenn du halt so beim Hotel zu Hause, habe ich sowas, eher selten, wenn ich da frühstücke und dann hast du diesen opulenten großen Obstkorb oder ne, so dieses Obstbuffet da stehen und dann hältst du so dein, ne, dass du dann das einatmest und das riechst. Ich finde, das riecht so. Natürlich kommt hier der Amberduft halt auch noch mit dabei, aber das hat viel von diesem Obstkorb. Aber angenehm. Südfrüchte. Und nicht zu süß.
So, dann schauen wir mal, was der 16. Dezember uns hier bereithält. Und zwar haben wir hier Inuit Nomad als Marke mit dabei, also eine Nacht in der Normandie quasi. Love at First Sight. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Sowas im Namen zu tragen, ne? Liebe auf den ersten Blick, da bin ich mal gespannt, ob das wirklich für mich Liebe auf den ersten Blick sein wird. Passionsfrucht. Akazias, ich weiß nicht, was Akazias ist, Leute. Lilacs, weiß ich auch nicht, irgendwas Lilanes. Und Ambroxan. Das ist sehr, sehr blumig. Ich finde nicht, dass es fruchtig riecht. Für mich riecht das total blumig. Ist für mich ein schöner Duft, den man so trägt über Tag. Vielleicht auch, wenn man irgendwie mit einer Freundin Kaffee trinken geht oder wenn man irgendwo auf einen Geburtstag geht oder so. Aber so über Tag halt, ne? Das ist kein Abendduft. Ich sag mal so, den 17. Dezember darf ich euch nicht zeigen. Da darf ich euch auch nicht sagen, was drin ist, aber ich kann ja mal dran riechen. Ui! Das ist ein sehr ich darf euch ja auch nicht die Duftnoten sagen, ne? Es ist ein angenehmer Duft mit einer leichten grünen Brise mit dabei. Das ist sehr grün, würde ich sagen. Ja, das ist für mich ein absoluter grüner Duft. Der hat auch ein bisschen was von Rasen mit dabei. Das ist auch für mich eher ein Unisex-Duft. Was Holziges. Mega angenehm eigentlich, aber ich würde den nicht so unbedingt an mir persönlich sehen. Das könnte ich mir gut vorstellen an jemanden, der mit mir zusammen in einem Raum ist oder mit dem ich zusammen was essen gehe oder so. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich den 18. Dezember und hier ist etwas von Jus drin enthalten. Und der Duft nennt sich Andaluza. Andaluza. Vom Namen her kann ich da auf gar nichts schließen. Granatapfel soll hier mit drin sein. Sisselflower Accord ist das. Weiß ich nicht, was Sisselflower ist, ne? Und Tonka Lactone. Vielleicht auch irgendwas mit Tonka oder so? Milchtonka? Das ist ein ganz intensiver Duft. Das ist für mich ein absoluter Abendduft. Das ist ein So-hier-bin-ich-Duft. Aber ein angenehmer Duft. Hier was von dem Granatapfel, das nehme ich nicht wahr. Für mich ist es halt eher ein schwerer, blumiger Duft. Da muss ich ein bisschen aufpassen mit Kopfschmerzen, aber ich finde den angenehm. Der 19. Dezember enthält ebenfalls einen Duft und zwar das O-Top Paris Half Moon. Okay, ein halber Mond befindet sich in der Nummer 19. Das ist abgefahren, Leute. Hier sollen wir drin haben Oxygen, Heliotrop, Zimt, Ambroxan. Zimt rieche ich gerade richtig derbe. Wow. Das ist ein ganz abgefahrener Duft. Das ist ganz anders. Also wirklich ein ganz anderer Duft als das, was man normalerweise als Parfum kennt. Und das liegt nicht nur an der Zimtkomponente. Auch hier würde ich sagen, dass es ein Unisex-Duft ist, aber schon natürlich ein bisschen was Blumiges mit dabei hat. Das ist ein Duft, den ich tragen würde, wenn ich in eine Kirche gehe oder so. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Am 20. Dezember haben wir von Mr. Waldron das Café del Sol drin enthalten. Und da können wir mal unser Näschen gleich dran halten. Tuberose, pinker Pfeffer, Rose, Kaffee, Kaschmirholz, weißer Moschus, Amber und Vanille. Oh! Oh Gott, ja. Wonach riechst du? Nach irgendwas, was ich kenne. Das riecht unglaublich gut. Ich glaube, meine Mama hat mal so einen Duft gehabt. Diese Kaffeenote kommt nicht penetrant raus. Die ist sehr, sehr dezent. Vielleicht kommt die ja später noch, ne? Aber dieses Kaschmir kommt intensiv, muss ich sagen. Da muss ich, wie gesagt, immer ein bisschen aufpassen mit Kopfschmerzen. Aber das riecht so gut. Ich glaube, irgendwer, die oder den ich kenne, die wohl eher, hat es mal getragen. Das riecht richtig gut. Entspannte Nachmittage unter der warmen Sonne. Nicht nur das. Das ist auch ein Abendduft. Also ich mag den sehr gerne. Klar kann man den auch super tragen, wenn man sich irgendwie auf einen Kaffee trifft oder so, ne? Aber das ist ein richtig abgefahrener, schöner Duft. Der 21. Dezember ist von Oja der Halva Kiss. Oh, das hört sich nach irgendetwas total tollem, gemondigen an. Oder nach etwas Verführerischem. Kardamom, Safran, Pistazie, Date. Soll nach einem Date riechen oder ist Date eine andere Übersetzung? Geröstete Nüsse, Rose, Amber, Vanille und Sesamsamen. Der hat auch, ich weiß nicht, der riecht richtig toll.
Was ist Date? Keine Ahnung, aber es riecht wirklich gut. Das riecht mega angenehm. Das riecht warm, umarmend. Das riecht auch ein bisschen, als würde ich in so ein, wenn ich bei einem Imker bin und dort mir quasi Honig im Laden kaufen möchte. So riecht das. Nach richtig natürlichem Honig. Ist Date irgendwas mit Honig? Ich weiß es nicht. Es riecht super angenehm. Die Pistazie kommt meiner Meinung nach nicht jetzt so intensiv raus. Vielleicht ein Hauch von, aber wird total über diese Süße, geht total bei der Süße eher unter, was dabei mit dabei ist. Aber es ist keine quietschige Süße, sondern eine natürliche Süße. Wie gesagt, von einer natürlichen Honiggeschichte. Das riecht super angenehm. Also allein diese Duftkomposition finde ich immer so interessant, ne? Welche Düfte man wie miteinander kombiniert und wie das dann am Ende so riecht, richtig gut. Auch die Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl, kann ich euch nur durch meine Nase beschreiben. Das riecht sehr lecker, sehr süß, schon nach einem Kinobesuch. Aber ich finde, das riecht nicht nur nach einem Kinobesuch, sondern das riecht auch ein bisschen, als würde ich mit Freunden ins Kino gehen und dann haben wir noch so ein bisschen diesen Duft an uns, ne, von Kino halt. Und dann gehen wir vielleicht noch ein bisschen in eine Bar, irgendwo was trinken. Das ist ein gemütlicher, umarmender Duft. Das ist nicht quietschesüß, ist super angenehm. Den finde ich toll. Das ist halt elegant, elegant süß. Kommen wir zum Tag vor Heiligabend. Bin gespannt. Also nachdem wir jetzt ja quasi am 22. Dezember uns mit unseren Freunden getroffen haben, geht es ja so langsam dann Richtung Familienzeit und so weiter. Da habe ich Les Soeurs de Noé, das Parfum Red Berry Elixier. Ein roter Beerenduft. Das finde ich richtig positiv. Sowas mag ich. Zum Beispiel so schwarze Johannisbeere ist ja voll meine Duftnote. Mensch. Und hier haben wir drin Red Currant, das dürfte dann vielleicht Himbeere sein oder so, weiß ich nicht. Raspberry, nee, Raspberry ist Himbeere. Was ist denn Red Currant? Rote Beere, irgendwas. Orange, türkische Rose, Jasmin, Gardenie, Oak ist Eiche, glaube ich, ne? Zedernholz und Cream ist Sahne? Den mag ich. Oh, hey, der riecht wirklich gut. Der riecht so schön beerig. Aber, also, frischbeerig. Nicht zu süß. Da hat er auch, ja, wegen dem Jasmin und der Gardenie. Also wegen der Herznote, die quasi mit dabei sind. Ist das Ganze nochmal ein bisschen anders. Und nicht so quietsche süß. Das ist super geil. Also du riechst halt sowohl diese Komposition, das ist eigentlich schon mein Ding, ne? Aus diesem Fruchtigen zusammen mit dem Blumigen. Das riecht lecker, als würdest du halt so über einen Markt gehen und dann gehst du bei so einem Stand vorbei, wo es halt so frische Früchte gibt, ne? Und neben dir steht halt die Verkäuferin, die hat einen super edlen Duft drauf. Und die Verbindung von den beiden Dingen, das ist dieser Duft. Den mag ich. Trommelwirbel für den 24. Dezember. Ich bin gespannt, wie Weihnachten riechen darf. Den habe ich jetzt hier einmal. Monegal Flamenco. Weil theoretisch ist ja auch meine Überlegung, dass ich ja auch an dem jeweiligen Tag den Duft trage. Also würde ich Heiligabend diesen Duft tragen. Mal gucken, ob ich Flamenco tanzen möchte an Heiligabend. Man weiß es noch nicht genau. Mit Safran, Rose, Himbeere, Jasmin, Orangenblüte, Zedernholz, Oud, Amberholz und Moschus. Der riecht sehr, sehr schön. Der riecht auch wirklich nach einem feierlichen Event, wie halt Heiligabend halt auch so ist, ne? Der riecht auch wieder fruchtig, aber dann hast du halt auch gleichzeitig dieses Gefühl von, ich sitze an einem großen, schweren Eichentisch. Auf dem Tisch steht auch irgendwas Schönes, Kerziges, etwas Angenehmes. Und es steht hier so ein schöner Obstteller. Und wir essen was ganz, ganz Edles. So einen klassischen Braten. So riecht das. Es riecht nicht nach Braten oder so, aber es vermittelt mir halt dieses entsprechende Gefühl. Ich persönlich mag diese rote Note da drin sehr, sehr gerne. Was dann ja quasi diese Rose in Verbindung mit der Himbeere ist, ne?
Das gefällt mir. Ich habe ungefähr 5 Düfte, nein, ich habe ziemlich genau 5 Düfte, wo ich sage, das ist nicht so ganz meine Welt, aber die restlichen 19 Düfte gefallen mir sehr, sehr gut. Ja, und so schaut dann der Adventskalender aus. Wie auch eben, ne? Ist halt ein Boxen-Adventskalender, ist jetzt ja nicht irgendwie was kaputt gemacht worden oder so. Ich finde, dass es einfach ein super schöner Adventskalender ist, wenn man sich mal so ein bisschen durchschnuppern möchte. Ich finde, auch dieses Jahr haben wir deutlich bessere Düfte drin enthalten als letztes Jahr. Wir haben hier ganz, ganz, ganz tolle Düfte drin, wo ich mir auch echt vorstellen könnte, den einen oder anderen davon mal in einer größeren Größe mir echt näher anzuschauen. Es könnte teuer werden. Und du hast ja auch wirklich die ganze Weihnachtszeit über jeden Tag die Möglichkeit, dich einfach neu inspirieren zu lassen. Und ja, weiß ich nicht. Ich finde den einfach schön. Und deswegen hatte ich mir den zum Beispiel auch direkt bestellt, als er rausgekommen ist. Und dann hat mich Parfuri angeschrieben, ob ich nicht Lust drauf hätte, eine Kooperation mit denen zu machen. Here we are. Das heißt, ich kann euch nochmal einen Rabattcode mit an die Hand geben, nämlich Claudi20, sodass ihr sowohl mit als auch ohne Abo nochmal 20% auf den Adventskalender sparen könnt. Und das finde ich richtig, richtig nice. Parfuri hat mir auch gesagt, dass die mir im November nochmal einen Adventskalender zur Verfügung stellen werden. Den werde ich dann nochmal separat verlosen. Das mache ich jetzt nicht in diesem Video, weil dafür ist es noch ein bisschen länger hin, ne? Und ja, für mich macht dieser Adventskalender auf jeden Fall Sinn. Ich finde ihn sehr schön und ich freue mich richtig drauf, euch dann auch immer noch ein bisschen mehr zu den Düften sagen zu können. Denn es ist das eine, wenn man das so auf dem Duftstäbchen riecht. Das andere ist es natürlich, wenn man den Duft auch in der Situation auf der Haut hat, dann sind die nochmal ganz anders, ne? Ihr Lieben, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Adventskalender so findet dieses Jahr, so allein von den Beschreibungen her, die ich euch gebe. Vielleicht kennt ihr ja auch die Marken, sodass ihr da auch schon mal eine Einschätzung zu geben könnt oder so, ne? Ich finde ihn richtig toll, muss ich wirklich sagen. Ihr Lieben, wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!